Hallöchen, ihr Lieben. Ja, wir müssen es nach wie vor probieren. Es gibt, es gibt leider keine andere Möglichkeit. Ich verdrück mich da immer mit dem Trinken. Es gibt leider keine andere Möglichkeit. Ich muss die besiegen. Irgendwie, ich habe keine Ahnung wie. Scheißdreck. Sind eh nur zwei. Und immer habe ich die falsche Fähigkeit drinnen und immer heile ich mich falsch. Ich tue immer Mana trinken statt Dings. Ich muss auf E drücken. E drücken ist gut. Wer ist das? Wer ist da? Hat's hingehauen? Passt. Wieso kann ich nichts trinken? Obwohl, geht der? Ich fall glaube ich runter, ne? So, das wollte ich haben. 3 sind's. 3 sind's. Mhm. 4 sind's. 20. Ich weiß nicht, was. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich verbrochen habe. Das ist alles scheiße. Boah, ist das kacke. Ich muss den da nehmen. Es hilft nichts. Der Spielstand ist kaputt. Ich muss mir nochmal das Knochenartefakt holen. Das. Boah, ist das scheiße. Kann ich gerade nicht in Worte fassen. Ich war da oben in Sicherheit. Ich sehe mal kurz nach. Ha? Klar, aber pass auf, Schwester. Es kam von hier. Was kann man da wohl heißen und die Leila was kann man sehen? Ich spüre, wie meine Macht stärker wird. Ich höre ihre Stimme. Ich fühle ihren Geist. Alter, die Alte geht mir auf den Nerv. Die Tour mag ja gut für Zauber und ähnliches sein, aber sie sollte auch mal ihre Schläge spüren. Ja. So. Wo hast du dich versteckt? So. Ist es jetzt besser? Ich hoffe. So, nochmal. Ich gehe nur das Knochenfragment holen, dann bin ich weg. Echt, das dauert einfach zu lange. Ich hätte es halt gern. Was ist hier los? Wer ist da? Was? Jetzt komm. Echt jetzt. Es ist einer ernst, ne? Da darf noch mal niemand mehr unten sein. Ich habe hier die drei. Boah, es ist mühselig. Sehr, sehr mühselig. Was ist hier los? Wo versteckst du dich? Es sollte etwas Ausgefallenes sein. Etwas, auf das keine andere kommt. Vielleicht irgendwas mit Brianna vernahm als erste unseren Ruf. Ich glaube, diesmal hat es hingehauen. Ich werde doch mal sie jetzt aber nochmal speichern. Es ist fürchterlich, echt. So. Nein. Ich glaube, ich habe das Falsche drauf gespeichert. Ja, natürlich habe ich aufs Falsche drauf gespeichert, weil ich schlau bin. Schlau, 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 schlau. So, da muss es rauf. Ein neuer Spielstand bitte, liebe Zocki. Mhm.
Sieht mich die Alte. Ist ja fürchterlich. So. Kommt man hier auch rauf? Ich denke nicht, ne? Es wird zu hoch sein. Wah. Mann, ey. Ja. Ja, natürlich geht's nicht. Man kommt da nicht drauf. Es ist die Frage, ob es woanders geht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Gut, dann muss ich nochmal laden, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Wenn es nicht hinhaut, habe ich halt wieder ein Problemchen. Ja, schön. Bäh. Und? So. Hallo? Aha. Feucht, schwer. Könnte ein Sturm aufziehen. Aber ein bisschen Halsweh. Vielleicht versuche ich es mit eingeweichten Porridge. Die entkommt mir nicht. Komm. Gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Passt, das wird auch gespeichert. Was, das darf ich nicht speichern. Okay, jetzt vielleicht? Ja. Sehr gut. Puh, okay, die beiden haben wir auch geschafft. Sehr gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft. Du Heilige. So. Was ist hier los? Ist da jemand? Oh, Scheiße. Da kommen mehrere. Da war ganz sichtbar was. Nichts. Wie auch immer. Was? Hey! Haben die mir jetzt entdeckt? Ernsthaft. Boah, ist das. Das ist echt fies, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt man echt schwer durch, aber ich fürchte, das geht nur da vorne rein, ne? Seitlich irgendwie die Wand hoch geht irgendwie scheinbar nicht. Zumindest nicht ohne entdeckt zu werden. Ich würde die gerne ausweichen. Wie stellen wir das an? Der Hund ist nämlich auch dort, ne? Vielleicht habe ich ja Glück. Und ich darf hier rauf.
Okay. Mhm. Vielleicht haben wir Glück. Okay. Wir sind mal oben. Das ist ja schon mal was. Kann ich noch ein Stück hoch? Ja. Boah. Hey, langsam. Bitte, wie sie trampelt. Okay. Vielleicht hier runter. Ja, trink mal was. Hier unten soll es sein, ne? Sind ganz trocken, aber so kann man sie einfacher sammeln. Nicht so dreckig. Man riecht sie trotzdem. Wie viele Algen möchte unsere Herrin Delilah haben? Und wofür sind die? Sag schon. Ich erzähl's auch nicht weiter. Sie braucht nur wenige. Und wenn du versprichst, deinen Mund zu halten, erzähle ich es dir. Das ist Teil ihres neuen Projekts. Die Mutter aller Gemälde, wie sie es nennt. Sie hackt eine großartige neue Magie aus. Nach der Eroberung des Dunwall Towers? Was könnte sie denn noch wollen? Delilah will die ganze Welt. Die Liebe, das Meer und die Sterne darüber. Mhm. Mond. Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht weiter. Die zwei Damen gehen mir auf die Nerven. Ich weiß nicht, wie ich an die rankommen soll. Schnell. Ich glaube, es hat ihn gehauen. Hui. Kaboom. So, 4 Meter. Mhm. Was? Wie kommt man da hin? Ich glaube, ich darf mal aufstehen. Der Besen steht alleine. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ein typisch Hexenbesen. Der kann das. Mhm. Aha. Denk mal so. Dann so. Schleich. Und wunderbar. Eine Rune. Was haben wir da? Kanalisations- und Pumpenrauminspektion. Ah. Wasserpegel normal. Musste ein paar Flusskriecher neben Tor 2b wegbrennen. Dieses Mal sollten sie nicht wiederkommen. Wasserpegel normal. Starker Regen, Wasserpegel erhöht. Kann kaum glauben, was heute passiert ist. Sieht ganz so aus, als hätten wir aus dem Nichts heraus eine neue Kaiserin. Gefällt mir nicht. Hab von niemandem gehört. Was? Hab von niemandem gehört. Bin nicht sicher, ob ich normal weiterarbeiten soll. Hab einen toten Hund bei Tor 14d entfernt. Ich fühle mich draußen nicht sicher. Ich verstecke mich einfach eine Weile hier. Habe einen guten Platz beim Pumpraum gefunden. Ich habe Leute im Kanal gehört, zwei von diesen seltsamen Frauen, die mit der Kaiserin in den Tower eingezogen sind. Sie haben Moos und Algen und von den Wänden gekratzt. Sind vielleicht eine Stunde geblieben, haben gesammelt und gesungen. Ich frage mich, wieso. Machen sie den Kanal sauber? Das ist doch Unsinn. Wissen sie, dass ich noch hier arbeite? Weiß das überhaupt jemand? Die Frauen sind zurück. Kratzen wieder die Algen von den Kanalwänden, aber sie haben darüber gesprochen, dass sie für irgendein Rezept Menschenknochen bräuchten. Oder ich habe mich verhört. Was soll ich tun? Ich muss hier raus, bevor sie mich finden. Oder ich noch verhungere. Ich versuche es heute Nacht. Hat scheinbar entweder nicht geklappt oder doch oder nein. Auf jeden Fall, er ist weg.
jeden Fall ist er weg. So. Gut, die hat auch nichts soweit. Da drüben haben wir noch ein bisschen Mana. Das nehme ich gerne mit. Sehr, sehr gerne sogar. Und da haben wir sogar eine Tür. Ich werde jetzt mal gepflegt speichern. So. Und dann werden wir mal das Herz einschalten. Ihr Vater steht in meinem Thronsaal als Statue aus kaltem Stein. Danke. Das wissen wir sogar. Oh oh. Da ist wieder so eine Hexe. Das heißt, wir müssen hier raus. Beziehungsweise können wir hier rauf. Mhm. Das war schon mal keine schlechte Idee. Sind das jetzt Bäume oder sind das jetzt Hexen? Ich kann es euch nicht sagen, meine Lieben. Momentan ist das hier ruhig. Aha. Jetzt haben wir Platz. Glas tragen, okay. Naja. In dem Gebäude da drüben. Okay. Aha, das sind welche. Mit Hund. Großartig. Das ist wieder speichern wert, richtig. So. Da unten hat jemand ein Bild gemalt. Ich würde gerne die Hühnchen da ausweichen probieren. Ich glaube, es ist mir gelungen. So. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise richtig ist, was wir hier tun. Okay, ich speichere nochmal, weil ich werde es verhauen. Es wieder weggehen. Darüber würde ich mich freuen. Ich war zu langsam. Und aus. Passt. Sie hat sogar was. Oh, die Schleuse. Lisa, gefällt dir dein Auftrag? Ich sterbe vor Langeweile. Machen wir doch die Schleuse auf und führen unsere eigene kaiserliche Flotte. Ich melde mich als Delilahs erste Kapitänin. Ronika, du warst schon immer dumm. Wir müssen die Schleusen schließen.
damit nichts und niemand hereinkommen kann. Delilahs Befehle, sie hat genug Sorgen, ohne dass hier jemand herumschleicht. Letzte Nacht hat sie betont, dass die Sicherheit des Towers an oberster Stelle steht, Prima. Was du wüsstest? Ist das Deutsch? Wenn du nicht draußen beim Plündern gewesen wärst. Ach so, natürlich, jetzt ist es Deutsch. Ja, ich habe dich abhauen sehen. Lisa, ich weiß, Belinda hat es mir ausgerichtet. Wenn wir in der Schleuse bleiben, statt sie mit dem ganzen Müll zu blockieren, könnten wir den Tower auch so abregeln. Ich wüsste also nicht, wieso wir nicht unsere eigene Flotte mit mir als Kapitänin haben sollten. Das ist ein Job. Also wirklich. Ah ja, Metallkiste öffnen. Mhm. Da ist nichts drin. Halleluja, Maracuja. Aber das lief alles ganz gut, muss ich sagen. Und da haben wir das Knochenartefakt. Sauber. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts, ne? Nein. Hier geht ein Weg runter. Warum? Aha, okay. Liegt hier vielleicht was für uns? Na, da haben sie sich einfach nur gemütlich gemacht, sozusagen. Mhm. Alles gleich. Ein Frosch im Hals. So. Alles klärchen, wollte ich sagen. Ich werde mich nur kurz verstecken. Also sprich ein Stück des Weges hier gehen. So. So. Mich hier rauf helfen. Und hier vielleicht mal speichern. Theoretisch. Bald träume ich den Traum von einer neuen Welt und alles wird sich ändern. Gut. Ich wollte nur sagen, theoretisch dürfte hier nichts mehr sein. Dem ist dann auch. Hat mich jetzt die Kuh gesehen? Na toll. Laden. Fängt schon wieder an. Ich muss mal husten, Entschuldigung. Laden, ja bitte. Na toll, wie komme ich jetzt hier weg? So nicht. Alter! Herrschaftszeiten. So. Puh. Gut. Sehr gut. Passt, das hätten wir schon mal. Ah, schön. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir zum Eingang vom Dunwall Tower kommen tun. Und dann passt das schon. Ich bin wieder speicherungswütig. Und gierig. Und das wird gespeichert. Wie wahnsinnig. Und ich muss mal auf die Uhr schauen. Das ist eh schon wieder Überlänge. Drei Minuten. Drei Minütchen haben wir noch. So. Nachtun. Komm, Mana. Danke. Komm. Ah, geht's heraus. Wupp, wupp. Was haben wir hier eigentlich? Ist da was? Sie sind jetzt allein. Nö. Nur ich. Ah, das war mein doof. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. War jetzt gerade doof von mir, dass da waren wir schon drin. So. Na nö.
Geh um Himmels Willen. So. Weiter geht's, glaube ich, nicht, ne? Und dann treten wir mal ein. Bitte ja. So, wir sind wieder daheim. Wortwörtlich, im Haus. Ja. Jetzt gehen wir ausmisten. Ah, ich suche mir nur gerade ein ruhiges Plätzchen, wo wir den Part beenden können. Und dann, ja, werden wir schauen, wie es weitergeht. Dann, War Tower. Okay. Wir scheinen hier angenehm gespawnt zu sein. Delilah ist oben im Thronsaal, aber vor ein paar Tagen war sie die ganze Zeit in dieser düsteren Aufseherkapelle. Was läuft da? Woran arbeitet sie? Sie fand es wohl lustig, die Kapelle als Studio zu benutzen, um Pigmente zu mischen, wo diese Idioten ihren Unsinn predigten. Aber sie ging in den Thronsaal, als sie bereit war, ihr neues Bild zu malen. Immer spannend, wenn sie etwas formt oder malt. Ja, aber dieses ist was Besonderes. Delilah sagt, es wird alles verändern. Die Welt und alle Sphären darüber hinaus. Wagen Sie einen Blick, wenn Sie sich trauen. Ich verstecke mich mal kurz da oben, vielleicht hilft das. Ich glaube, da kommen schon die Ersten. Na gut, ihr Lieben. Ich drücke mal so. Wir beenden den Part ganz einfach. Und im nächsten schauen wir, dass wir hier weiterkommen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!